Ich möchte YouTube und Twitch ein bisschen trennen. Bei YouTube gehe ich auf die Wünsche ein von Zuschauern. Gwotzno ist es, glaube ich. Nee, Gorka. Ich muss überlegen. Gwotzno oder Gorka? Eine Stadt davon ist in der Nähe von der Polano Factory. Ich glaube, das ist Gwotzno und dort ist Gorka. Wir gucken das gleich. Wir können das ja gleich gucken. Schau mal. Hungry Damp. Okay, ich habe keine Ahnung, was Damp heißt. Ich glaube, die Leute haben es mir sogar in den Kommentaren gesagt. Ich habe es wieder vergessen. Nimm es mir nicht übel. Was haben wir denn hier? 7,62 x 39 mm Rounds. Nehmen wir mit. Ich meine, okay, klar hat sich in der Standalone viel getan. Kann man nicht bestreiten, dass sich hier nicht viel getan hat. Wenn man überlegt, allein die neuen Waffen, sowas alles. Und es gibt auch viele Sachen, zum Beispiel hier, Antibiotika, sowas, dies, das, das, Alkohol so zum, zum Saubermachen und ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, zum Saubermachen, zum Klären von Wunden. Wie heißt denn das nochmal? Nicht identifizieren, sondern reinigen. Mir fällt das Wort nicht ein. Destillieren. Keine Ahnung, mir fällt das Wort einfach nicht ein. Ich weiß nicht, also. Ich finde zum Beispiel Minecraft macht mir mega viel Spaß. Und ich werde in 24 Stunden Livestream, wenn ich sowas mache, kann ich euch sagen, ich werde auf jeden Fall LOL spielen. LOL ist für mich einfach das Streaming-Spiel schlechthin. Vielleicht sogar die Dota wieder mal anspielen. DayZ, auf jeden Fall. 24 Livestunden ohne DayZ geht für mich nicht. Könnt ihr auch erzählen, was ihr wollt. Gehört dazu. Weil ich einfach für DayZ, ich bin ja für DayZ bekannt und da kann ich nicht einfach DayZ weglassen. Das wäre ja, ich weiß nicht, das wäre wie, weiß ich nicht. So, das gibt's nicht. Oh, hier war schon anscheinend jemand. Wir essen mal einfach. Eine Orange. Mal gucken, ob die mich satt macht. Würde mich ja wundern, wenn mich sowas satt macht. Er ist einfach weiter. Dauert aber ein bisschen lange mit dem Essen. Das ist das, was H1Z1 nicht haben soll, sondern soll wirklich alles flüssig reagieren. Und das freut. Ich freue mich einfach auf das Spiel. So, hier war auf jeden Fall schon mal jemand, aber vielleicht finden wir noch irgendwann eine Munition. Ein Überbleibsel von Munition. Ich habe in den Kommentaren gelesen, loote doch mal genauer, du vergisst die Hälfte und so. Ich so, ja, und scheiß drauf, dann vergesse ich die Hälfte. Ich loote so, wie es mir Spaß macht. Kann ich euch sagen, aber wieso? Weil ich keine Lust habe, so mit Tabulator in jede Ecke zu gehen und so, weißt du, und hier so zu looten, sondern dies, das, und ich loote einfach so, was ich sehe, was ich grob sehe, das nehme ich mit. Was ich nicht sehe, nehme ich nicht mit. Ganz einfach. Außer das hier, weil hier ist zum Beispiel ein Double Rifle. Blaze Double Rifle. Kann ich das? Warte, ich kann das, glaube ich, mitnehmen und da einbauen, oder? Ich glaube, muss ich echt die Waffe mitnehmen? Dann nehme ich die SKS so mit. Kann ich das jetzt? Moment, ich möchte das jetzt mal. Ich weiß nicht, wo die Waffe ist. Das ist die einzige Stelle, wo ich schon. Es kann doch nicht sein, dass eine Shotgun solche Munition hat. Das würde keinen Sinn machen, oder? Testen wir jetzt mal. Da bangen wir uns ein bisschen. Hier ist nichts mehr. Hat also einer ordentlich alles fleißig gelootet. Da sind 200 Meter, ja. Der Zombie ist umgekippt. Nee. Kann nicht sein. Was ist denn das für ein Quatsch?
Dass man so eine Munition in die Rifle packt. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wo die Rifle ist. Ich weiß nicht, wo die liegt. Eben lag die da nicht. Wir gehen einfach so weiter. Wir glitschen uns erstmal durch die Gebäude. Ist mir nicht anders von Daisy gewöhnt. Aber es passt schon. Wir laufen einfach weiter und gucken mal, was wir da oben finden. Da kommen wir, glaube ich, her. Also müssen wir da lang laufen. Also LOL wird auf jeden Fall in 24 Stunden Leistung gespielt. Es wird Daisy gespielt. Daisy sowieso. Daisy auch bestimmt mindestens 8 Stunden. Vielleicht sogar zweimal. Daisy Standalone vielleicht ein bisschen. Man weiß nicht. Minecraft wird gespielt. Warzy will ich spielen. Auch wenn die Leute hassen werden. Warzy wird gespielt. Ich sag aber auch so, wenn ich streame, ganz ehrlich, ich streame das, worauf ich Bock habe. Da können auch die Leute so oft sagen, ich meine, ich möchte YouTube und Twitch ein bisschen trennen. Bei YouTube gehe ich auf die Wünsche ein von Zuschauern. Das heißt, wenn die YouTube-Leute sagen so, ja, wir möchten da wirklich das nicht sehen und so, dann sage ich, okay, so, dann kommen da auch keine Videos von. Aber Twitch ist für mich, ich sehe Twitch sozusagen, ich spiele sowieso, ja. Klar, so, wenn ich Bock habe, spiele ich, ja. Und wenn ich was spielen möchte, dann kann ich das so ja Livestream so. Das ist ja nur so Zusatz nochmal zu YouTube. So, das ist ja für euch sowieso alles kostenlos, ne. Aber das ist für mich einfach so das Angebot so. Hey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir beim Spielen zugucken. So, und dann können wir vielleicht noch ein bisschen chatten und alles dies, das, ja. Aber wenn, ich weiß nicht, da kann ich nicht verstehen, wieso die Leute mich beleidigen und sagen so, ey, wie kannst du das Spiel spielen? Wieso, wie kannst du LOL spielen? Wir wollen Daisy sehen. So, ja, okay, schön, was ihr sehen wollt, aber Daisy könnt ihr auf meinem YouTube-Channel sehen, da mache ich auch für euch extra die Videos. Wieso muss ich dann auch zusätzlich, wenn ich gar keinen Bock drauf habe, Daisy spielen? Es gibt ja auch Abende, zum Beispiel vorgestern, da waren wir, wie viel Uhr? 1 Uhr nachts oder so, Perry oder morgens. Und, ich weiß nicht, war Wochenende, war in der Woche. Ich muss kurz zurückrechnen. Wir haben Dienstag, das war von Sonntag auf Montag, ja. Das war, Perry hat ja zurzeit seinen Urlaub. Ich bin ja sowieso Student, das heißt, ich plane mir meine Zeit sowieso ganz anders ein. Weil ich nachts lerne, deswegen ist das für mich ganz gut, dass ich nebenbei, sozusagen, ich lerne, also für die Leute, die es nicht wissen, ich bin Student, ich lerne nachts. Ich habe mir da so gemacht, alles gelegt, weil ich kann nachts einfach besser lernen, da lenkt mich keiner ab. Deswegen lerne ich nachts und tags mache ich dann halt andere Dinge, die wichtig sind. Und, ja, und Perry hat zurzeit seinen Urlaub. Das heißt, ich gucke so, Perry ist 1 Uhr morgens wach, sagt, ey, ich bin wieder da. So waren die feiern, kam wieder und hat gesagt, ja, was geht so? Waren im Stream noch 100 Leute oder so. Das ist auch cool, weil inzwischen gucken sehr viele Leute den Stream, finde ich echt gut. Hier, sehr schönen Gruß an alle Zuschauer. Vor allem Mucke the Best, der wirklich bei jedem Stream dabei ist. Und auch Storm und alle anderen. Ich kann hunderte von Namen hier aufzählen. Und ja. Was ich auf jeden Fall aber sagen wollte. Ich muss wieder überlegen, ich habe es wieder vergessen. Multitasking gleich 0. Extreme Hunger, willst du mich verarschen? Was essen wir hier? Open. Eat all. Genau, also... Es ist ja die Zeit, also die ich eigentlich privat mit Spielen verbringen würde. Deswegen lass mich doch einfach TTT spielen, wenn ich Bock da drauf habe. Oder das Spiel. Und Sonntag zum Beispiel, also vor ein paar Tagen war es so, Perry kam nach Hause, kam vom Feiern wieder. Dann hat er gesagt, ey, hast du Bock, Daisy zu zocken? Ich so gesagt, ja klar, wieso nicht, wenn du jetzt da bist. Dann haben halt 100 Leute, okay, wurden dann ein bisschen mehr, waren mal 200 im Endeffekt oder ein bisschen mehr sogar. Und dann haben wir trotzdem TTT gezockt, aber... Ich verstehe nicht, wieso man dann trotzdem so immer dieses Aggressive sein müssen. Vor allem, das sind ja, es gibt Leute, die fragen nicht nett, sondern die fragen wirklich so, ey, wir wollen das und das sehen. Ich so, ja, schön, dass ihr das sehen wollen. Ich meine, man kann es auch, wenn man es fragt, dann kann man es auch nett fragen, oder? Man muss doch nicht immer gleich so beleidigen oder dies oder das. Das sind immer so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. So, mal hier haben wir hier einen Schalldämpfer, ne, das ist. Brauchen wir nicht, Handguard, unnötig. Findet man eh bei jeder M4. Loot ist ja sowieso ein bisschen broken bei dem Spiel, weiß man ja aber auch. Ist das ein Standardmagazin? Können wir auf jeden Fall nicht equippen. Außer man hier schön.
Noch eine SKS. Wir hätten aber doch die eine Waffe behalten können. Ich dachte, die ist selten. Und ich dachte, die Waffe ist selten. Was? Oh nein, bitte nicht. Ja, dann wechseln wir mal schnell den Server. Wie wechsle ich den Server, kann ich euch zeigen. So wechsle ich den Server. Ich gehe hin, spam auf Spieler. Ich will ja etwas begegnen. Ich möchte ja euch auch ein bisschen... Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mehr PvP mache als RP, ja? Auch wenn ich oft friendly spiele, aber in dem Spiel spiele ich sowieso nicht friendly. Also, sofern nicht einer zu mir hinläuft und sagt, ey, friendly, friendly, dann könnt ihr vergessen, dass ich in dem Spiel irgendwann jemals friendly spielen werde. So, rote Kette. Was ist denn das hier? Ein 60er Standardmagazin. Das funktioniert soweit. Was haben wir hier? Wieder eine SKS. Also wir finden ziemlich viele SKS, muss ich sagen. Wir haben hier keine Nahkampfwaffe. Oh, das kann gefährlich werden. Das kann gefährlich werden. Bajonett könnte man mitnehmen, aber ich glaube, das funktioniert zurzeit sowieso nicht. Oh, Combat Optics. Die hören sich teuer an. Weapon Cleaning Kit. Mach mal einfach mal. Nimm mal mit. Mach mal so. Mach mal so. Und guck mal. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass man das unendlich benutzen kann. Ach Gott, jetzt kommen die Zombies. Jetzt kommen die Zombies. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Shotgun Money brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, da ist wieder was, da ist wieder... Ah, ne, eine Pistole. Scheiß auf die Pistole. Da laufen wieder die Zombies. Das würde ich aber gerne mitnehmen. Und da will ich einen trinken. Da war, glaube ich, wieder ein Sniper-Visier oder so. Soll es da sein? Wir laufen einfach weiter. Was soll man sonst großartig machen? Wir brauchen erstmal Munition. Trinkt einer was? Da trinkt einer was. Das, was wir mal genommen. Wir haben auf jeden Fall die Pillen dazu, die Purify-Pillen. Ist noch so ein Ding. Wir haben ganz viele Visiere, ein Messer haben wir auch genommen. Vielleicht können wir damit irgendwie eine Dose aufmachen oder so. Keine Ahnung. Man braucht ja nicht immer einen Dosenöffner. So, Books haben wir mitgenommen. Müsste Munition sein. Die Waffe. Ist das mit. Oh, ein Revolver Magnum. Den können wir da mal mitnehmen. Was natürlich jetzt noch schön wäre, wäre. Ah, eine Weste. Geil. Da können wir die Magnum reintun. Diese Westen sind ganz gut. Wenn man da eine Waffe reintun kann, das heißt, man spart sich 4 Slots. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe hier, glaube ich, gerade ein bisschen ein Magazin gefunden oder Munition. Diese 10er Magazine bringen ja, glaube ich, extrem nichts. Weapon Flashlight, ja. Kann es überhaupt Nacht werden? Ja, kann Nacht werden. Aber ich glaube, das ist auf jedem Server ausgeschaltet. Finde ich auch ein bisschen blöd. Aber ist ja auch wieder nur meine Meinung. So, das können wir weg, das können wir weg. Empfang empty. Okay, Shotgun-Magazine. Passen nicht rein. Ich wollte es nur einfach testen. War mir schon klar, dass es dann nicht reinpasst. Das passt da auch nicht und das passt da auch nicht. Aber, was... Oh Gott. Wo kommt der her? Das war jetzt verwundernd. Ich hätte schon gedacht, da ist irgendwo einer.
Oh. Da werden auch die Zombies aggressiv. Das Problem ist, wir haben nichts zum Schlagen. Es fehlt eine Waffe zum Schlagen. Das hier können wir auch noch mitnehmen, mal gucken. Oh, da sieht doch noch mehr Platz aus. Ach, das ist dann sogar besser als so ein Weaponholder. Flashlight? Pepsi? Coke? Schön, dass wir hier so viel Auswahl haben. Die Mütze wollen wir nicht, so ein Angelhut. Sieht zwar schon stylisch aus, aber... Da haben mich auch ein paar Leute angeflehnt. Oh, Mucka, du bist so ein Noob. Du sollst nicht das nehmen, was cool aussieht, sondern das, was das Beste ist. So. Ja, aber was, wenn ich so spielen möchte, dass mein Charakter cool aussieht? Klar ist es dann nicht das Beste, aber... Bin ich deswegen ein Noob? Nur wenn ich zum Beispiel so ein, kleineres Backpack nehme. Was dann aber cool aussieht. Ich weiß nicht. Ich find solche Äußerungen immer fragwürdig. Muss ich ehrlich sagen, ich finde solche Äußerungen immer fragwürdig. Aber jetzt wird's gefährlich. Wieso? Weil wir keine Munition haben und trotzdem dahin gehen. Oh, oh, oh. You're dead. Habe ich ein bisschen. Habe ich mich ein bisschen erschrocken. Haben wir keine Munition gefunden. Alles gefunden, außer Munition. Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein DayZ-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!